بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wir fahren mit der Erlaubnis Allahs fort, mit der Erklärung der vier Prinzipien, der vier Grundlagen von Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Und im letzten Unterricht haben wir mit dem letzten Abschnitt der Einleitung des Sheikhs begonnen, in dem der Sheikh rahimahullah sagte: Wenn du also weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich für seinen Dienst erschaffen hat, so wisse, dass die Anbetung nicht Anbetung genannt wird, außer mit dem Tawhid. So wie das rituelle Pflichtgebet, yani As-Salah, nicht Salah genannt wird, außer mit der Reinigung. Wenn also der Schirk, der Götzendienst, in die Anbetung hineingeht, so macht es diese ungültig. Yani diese Anbetung wird durch den Schirk ungültig. Genauso wie die rituelle Unreinheit, yani Al-Hadath, die Reinheit ungültig macht. Der Sheikh sagte, wenn du also weißt, dass der Schirk, wenn er die Anbetung befällt, sie zerstört und die Tat ungültig macht und die Person, yani des Schirks, für immer in der Hölle sein wird, dann weißt du, dass das Wichtigste, was dir obliegt, die Kenntnis darüber ist, yani über den Schirk, auf dass Allah dich von dieser Falle befreit, welche der Schirk zu Allah ist, yani die Beigesellung Allahs subhanahu wa ta'ala, über die Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat: Gewiss vergibt Allah nicht, das ihm beigesellt wird, doch er vergibt das, was geringer als das ist, wem er will. Der Sheikh sagte danach: Und dies durch die Kenntnis vierer Grundlagen. Durch die Kenntnis von vier Grundlagen, welche Allah in seinem Buch erwähnt hat. Dies ist der letzte Abschnitt der Einleitung von Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Und wir haben im letzten Unterricht den ersten Teil dieser Einleitung miteinander angeschaut und die Aussagen der Gelehrten diesbezüglich erwähnt. Und heute werden wir mit dem zweiten Teil dieser Einleitung fortfahren. Und zwar redet Sheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, an dieser Stelle, yani diese Einleitung, beziehungsweise diesen Teil der Einleitung erklärend, und sagt, in diesem Teil, yani in diesem Abschnitt, ist die Klarstellung über das Übel des Schirks. Er sagte, في هذا بيان قبح الشرك. Und darin ist ebenfalls die Pflicht, sich davor in Acht zu nehmen. قَالَ وَوُجُوبِ الْحَذْرِ مِنْهُ. Und er sagte, und dies ist eine Verdeutlichung des Autors diesbezüglich von verschiedenen Ansichtspunkten. قَالَ وَهَذَا بَيَّنَهُ الْمُصَنِّفُ
رحمه الله من عدة أوجه. يعني der Sheikh حفظه الله الشيخ عبيد zählt jetzt die Punkte auf, die der Autor in diesem Abschnitt erwähnt hat, welche verdeutlichen, wie übel das der Schirk ist und wie sehr der Muslim verpflichtet ist, sich vor dem Schirk in Acht zu nehmen. Er sagte, Hafidhullah, erstens, تشبيه العبادة بالطهارة وتشبيه الشرك بالحدث ووجه الشبه أن الكل مفسد لما خالطه. Er sagte, Hafidhullah, der erste Punkt ist, der Vergleich zwischen der Anbetung und der Reinheit und der Vergleich zwischen dem Schirk und der rituellen Unreinheit. Und der gemeinsame Nenner ist, dass beides das zerstört, was sie befällt oder mit dem sie sich vermischt. Er sagte, فَالْحَدَثُ يُفْسِدُ الطَّهَارَ إِذَا خَالَطَهَا. Er sagte, die rituelle Unreinheit zerstört die Reinigung, wenn sie auf die Reinigung trifft, beziehungsweise wenn die rituelle Unreinheit eintrifft. قَالَ وَالشِّرْكُ يُفْسِدُ عَلَى الْمَرْءِ عِبَادَتَهُ. Er sagte, und der Schirk, der Götzendienst, zerstört die Anbetung der Person. قَالَ وَيَجْعَلَهَا كَأَنَّهَا غَيْرُ مَوْجُودَةً وَإِنْ كَانَتْ صُورَتُهَا ظَاهِرَةٌ مَرْئِيَّ لِلنَّاسِ لَكِنْ شَرْعًا هِيَ مَعْدُومَةٌ. Der Sheikh sagte, der Schirk zerstört die Tat des Dieners, beziehungsweise zerstört die Anbetung des Dieners. Und es ist, als ob diese Anbetung gar nicht vorhanden ist. Obwohl die äußerliche Erscheinungsform dieser Anbetung für die Menschen sichtbar ist. Doch gesetzlich ist sie nicht vorhanden. Warum? Weil sie ungültig ist. Sie ist bei Allah ungültig. Sie wird nicht akzeptiert. Der nächste Punkt, oder der nächste Ansichtspunkt, den der von Sheikh Ubaid erwähnt wurde, ist, أن العبادة لا تسمى عبادة إلا ما التوحيد. يعني dass die Anbetung gar nicht erst Anbetung genannt wird, außer mit dem Tawhid. فإذا خالط الشرك عبادة واحدة بطلت جميع عباداته. يعني الشرك الأكبر. Sheikh Ubaid sagte, wenn also der Schirk, und er meint hier den großen Schirk, eine Anbetung, yani eine Tat der Anbetung befällt, so macht dieser Schirk alle Taten der Anbetung zunichte. Er bringt ein Beispiel, Hafidhullah. Er sagt, فَعَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ من شهد الشهادتين وصلى وزكى وصام وحج. Er sagt, zum Beispiel, wenn jetzt jemand die zwei Glaubensbekenntnisse bezeugt und betet und fastet und die Zakat entrichtet, bezahlt, und die Hajj verrichtet, doch lakinnahu yanzuru li ghayrillah, doch er legt ein Gelübde oder er legt Gelübde ab für andere als Allah.
وَيَذْبَحُ لِغَيْرِ اللَّهِ. Oder er schlachtet für jemand anderen als Allah. Und hier ist الذبح العبادة gemeint. Yani nicht das Schlachten, welches man zum Essen tut. Yani er schlachtet für jemand anderen als Allah. Als Anbetung. وَيَسْتَغِيثُ بِغَيْرِ اللَّهِ فِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ. Und er jemand anderen als Allah um Hilfe ruft in einer Sache, die nur Allah tun kann. Er sagte, فَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْطِقْ الشَّهَادَتَيْنِ وَبَطَلَتْ جَمِيعُ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ. Er sagte, Hafidhullah, dann ist es, als ob er die zwei Glaubensbekenntnisse nicht ausgesprochen hat. Und all diese Anbetungen zunichte sind. Der Scheich sagt, und warum ist das so? قال لأن مقتضى شهادتي أن لا إله إلا الله تجريد الإخلاص في العبادات كلها لله. Er sagte, weil das Bezeugnis, dass es niemanden gibt, der anbetungswürdig ist, außer Allah, dieses Bezeugnis erfordert, dass die Aufrichtigkeit in allen Anbetungen auf Allah alleine reduziert wird. Und er sagte, وَمُقْتَضَى شَهَادَتِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ تَجْرِيدُ الْمُتَابَعَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Er sagte, und das Bezeugnis, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, sallallahu alaihi wasallam, erfordert die Reduktion des Folgens auf den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, alleine. قال وهذان شرطان لا يقبل الله من المرء عبادة حتى يستجمعهما كليهما. Er sagte, und diese zwei Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein, sodass Allah eine gottesdienstliche Handlung von einer Person annimmt. قال الوجه الثالث. Yani wenn dem so ist, bedeutet es, dass alle Taten zunichte sind. Yani, dass alle Taten durch den Schirk zunichte sind. Deshalb sagte er, الوجه الثالث إحباط العمل. Der dritte Ansichtspunkt ist, dass der Schirk die Taten auslöscht. قال وهذا دليله قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. Er sagte, und der Beweis dafür ist die sinngemäße Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, ganz gewiss wurde dir und denen vor dir offenbart, wenn du Beigesellung begehst, dann werden sicher deine Taten zunichte gehen und dann wirst du sicher von den Verlierern sein. Der nächste Punkt ist عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه. Der nächste Punkt ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Schirk nicht vergibt, wenn man auf dem Schirk stirbt. Dann zitierte er die Aussage Allahs, إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال فالشرك لا يغفره الله لمن مات عليه.
Er sagte, er zitierte die sinngemäße Aussage Allahs, gewiss vergibt Allah nicht, dass ihm beigesinnt wird. Danach sagte der Sheikh Hafidhullah, der Schirk wird nicht von Allah vergeben, wenn jemand auf ihm stirbt, mit dem Schirk stirbt. Der Sheikh sagt, und hier stellt sich die Frage, وَهَاهُنَا سُؤَالٌ هَلْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ تَحْتَ هَذَا الْوَعِيدِ أَوْ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ Der Sheikh sagte, hier stellt sich die Frage, ist der kleine Schirk ebenfalls in dieser Androhung mit ihm begriffen, dass Allah ihn nicht vergibt, oder ist der kleine Schirk unter dem Willen Allahs, wenn er will, vergibt er ihn, und wenn er nicht will, vergibt er nicht und bestraft. Der Sheikh sagte, وَالْجَوَابُ فِيهِ قَوْلَانِ لِأَهْلِ الْعِلْمِ Er sagte, die Antwort ist, dass es darüber zwei Meinungen unter den Leuten des Wissens gibt. أَحَدُهُمَا Die erste, أَنَّهُ تَحْتَ الْوَعِيدِ وَلَا يَدْخُلُ فِي الْمَشِيَةِ Die erste Meinung ist, dass er in dieser Androhung mit ihm begriffen ist und dass er nicht unter den Willen Allahs fällt. وَالْمَعْنَى Und das bedeutet, أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُهُ لِمَنْ مَاتَ عَلَيْهِ Das bedeutet, dass Allah den kleinen Schirk nicht vergibt, wenn jemand mit diesem Schirk stirbt. قال ودليلهم er sagte, und ihr Beweis, der Beweis der Gelehrten, die diese Meinung haben, ist die allgemeine Aussage Allahs, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ist die allgemeine Aussage Allahs, gewiss vergibt Allah nicht, dass ihm beigesellt wird. Danach erläuterte Sheikh Ubayd diese Meinung und sagte, وَإِضَاحُ ذَلِكُمْ أَنَّ وَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ تَقْدِيرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ الشِّرْكَ بِهِ أَوْ الْإِشْرَاكَ بِهِ Danach erläuterte er das und sagt, dass diese Wortstellung oder Satzstellung, so wie sie in diesem Vers vorgekommen ist, bedeutet, dass Allah keine Beigesellung vergibt. Und somit umfasst diese Androhung den großen sowie den kleinen Schirk. قال وهذا يشمل الشركين الأصغر والأكبر. لكن يفرق بينهما من وجهين أو لكن يفرق بينهما من وجهين. Doch er sagte, es gibt trotzdem zwei Unterschiede zwischen dem großen und dem kleinen Schirk. Auch wenn der kleine Schirk in dieser Androhung, in diesem Vers gemeint ist, laut dieser Meinung. Er sagt, أحدهما, der erste Unterschied ist, أن الأكبر ناقل عن ملة الإسلام إلى الكفر. Er sagt, der erste Unterschied ist, dass der große Schirk aus der Religion des Islams zum Unglauben heraus befördert. Aus der Religion des Islams zum Unglauben befördert. وَالْأَصْغَرُ لَيْسَ كَذَلِكَ Doch der Kleine ist nicht so. Das bedeutet, dass ein Muslim kleinen Schirk, wenn er kleinen Schirk begeht,
trotzdem noch Muslim ist, im Gegensatz zum großen Schirk, der den Muslim aus dem Islam befördert, und zwar zum Unglauben, zum Kufr. Der zweite Unterschied ist, أن الأكبر موجب للخلود في النار الخلود الأبدي السرمدي الذي لا ينتهي. Der zweite Unterschied ist, dass der große Schirk es verpflichtend macht, dass die Person des großen Schirks für immer im Feuer verweilen wird. وَأَمَّا الْأَصْغَرُ فَلَيْسَ كَذَلِكَ. Doch der Kleine, was den kleinen Schirk anbelangt, dann ist das nicht so. Das bedeutet, gemäß dieser Meinung, sind die Leute, die sterben, während sie in ihrem Leben kleinen Schirk begangen haben, dass diese Leute zwingend bestraft werden müssen. Das heißt, sie werden zwingend in die Hölle kommen. Doch, wenn ihre Strafe abgebüßt ist, werden sie die Hölle verlassen und das Paradies betreten. Das ist die erste Meinung diesbezüglich. Die zweite Meinung ist, dass der kleine Schirk unter dem Willen Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Wenn er will, vergibt er ihn. Und wenn er nicht will, vergibt er nicht, sondern bestraft für den kleinen Schirk. Und wir werden diesbezüglich noch die Aussage von Sheikh Zayd, rahimahullah, Sheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, erwähnen. Sheikh Ubaid sagte weiter, in diesem Vers von Surat al-Nisa ist die frohe Botschaft für denjenigen, der als Gläubiger stirbt, auch wenn er ein Frevler sein sollte. Und zwar, dass Allah demjenigen vergibt, dem, der ihn trifft, auch wenn es große Sünden sind. يعني قال وفي آية النساء السابقة بشارة لمن كان مؤمنا وإن كان فاسقا بمغفرة الله لما لقيه عليه من كبائر. Er sagte, warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ويغفر ما دون ذلك. Er vergibt das, was geringer als das ist. Wem er will. Das heißt, das, was unter dem Schirk ist, geringer als der Schirk und der Kufr, geringer als der Götzendienst und der Unglaube, dies vergibt Allah, wem er will. Das heißt, مرتكب الكبيرة الذي يلقى الله عليها دون توبة هو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وإن عذبه لم يخلده في النار. Das heißt, Sheikh Ubaid sagt, dass derjenige, der große Sünden begeht und Allah mit diesen Sünden trifft, ohne von ihnen bereut zu haben, so ist er unter dem Willen Allahs. Wenn er will, yani wenn Allah will, vergibt er ihm. Und wenn er will, bestraft er ihn. Doch wenn er ihn bestraft, dann wird er ihn nicht für ewig in der Hölle lassen. كما جاء هذا مصرحا به في حديث الشفاعة. Er sagte, so wie es ganz deutlich erwähnt wurde im Hadith der Fürsprache. In diesem Hadith wird was erwähnt? Dass Leute aus der Hölle herauskommen. Und das sind welche Leute? Die auf dem Islam gestorben sind.
aber die wegen ihrer Sünden die Hölle betreten mussten und Allah ihnen nicht vergeben hat. قال ومن الأدلة على ذلكم أيضا يعني und ebenfalls was darauf hindeutet auf diese Tatsache, dass die Leute, die große Sünden begehen, dass Allah ihnen vergeben kann, wenn er will, und dass sie dann das Paradies betreten, ohne dass Allah sie bestraft, sagt er, ist der Hadith, beziehungsweise und ebenfalls, was darauf hindeutet, dass falls sie in die Hölle kommen, dass sie trotzdem ins Paradies eintreten werden. Ist der Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi dakhala an-nar. Akhrajahu Muslim min hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. In diesem Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der Allah trifft, ohne ihm etwas beigesellt zu haben, betritt das Paradies. Und wer ihn trifft, während er ihm etwas beigesellt hat, betritt die Hölle oder betritt das Feuer. وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارِ. Dieser Hadith ist im Sahih Muslim überliefert von Hadith Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma. Sheikh Ubayd sagte, تَأَمَّلُوا لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةِ يَعْنِي مَنْفِيًّا عَنْهُ لقاء الله على شرك وكفر. Das bedeutet, der Sheikh Ubayd sagte, bedenkt die Aussage, wer Allah trifft, während er ihm nichts beigesellt hat. Also wer Allah trifft, ohne ihm etwas beigesellt zu haben, betritt das Paradies. Er sagt, das bedeutet, dass er Allah trifft, ohne Schirk und Kufr begangen zu haben. Denn ohne Götzendienst und ohne Unglauben begangen zu haben. Und ebenfalls sagte er, وَكَذَلِكَ وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارُ وَإِنْ عَمِلَ أَيِّ عَمَلٍ. Er sagte, und derjenige, der Allah trifft, während er ihm etwas beigesellt hat, betritt das Feuer. Der Sheikh Ubayd sagte, auch egal, was er für Taten haben sollte. Und hier, an dieser Stelle, lesen wir eine Aussage von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Und zwar genau über das Thema kleiner Schirk und großer Schirk. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagte, weil es wird oft erwähnt, dass Ibn Taymiyyah die Meinung hatte, dass der kleine Schirk ebenfalls bestraft werden muss. Und Sheikh Ibn Uthaymeen sagte ebenfalls, dass Ibn Taymiyyah an einigen Stellen in seinen Büchern diese Meinung vertrat. Er sagte, dass der Schirk nicht vergeben wird, dass dem Schirk nicht vergeben wird. Und zwar mit der Begründung, die wir vorher erwähnt haben, die Sheikh Ubayd erwähnt hat. Und an anderen Stellen erwähnt Ibn Taymiyyah aber, dass der kleine Schirk wie die Sünden unter dem Willen Allahs ist. Und hier lesen wir jetzt die Aussage von Ibn Taymiyyah, in der er über genau diesen Punkt spricht. Und zwar sagte er, والشرك نوعان. Vom Schirk gibt es zwei Arten. أكبر وأصغر. Groß und klein. Er sagte, فمن خلص
منهما وجبت له الجنة. Er sagt, derjenige, der von beiden Arten bewahrt bleibt, der betritt zwingend das Paradies. قال ومن مات على الشرك الأكبر وجبت له النار. Er sagte, derjenige, der auf dem großen Schirk stirbt, yani mit dem großen, den großen Schirk begehend stirbt, der betritt zwingend das Feuer. Danach sagt er, وَمَنْ خَلُصَ مِنَ الْأَكْبَرِ وَحَصَلَ لَهُ بَعْضُ الْأَصْغَرِ مَعَ حَسَنَاتٍ رَاجِحَ عَلَى ذُنُوبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Er sagte, und wer vom großen Schirk bewahrt bleibt, doch ein wenig vom kleinen Schirk begangen hat, während er aber gute Taten hat, so dass sie die schlechten Taten überwiegen, der betritt das Paradies. قال فإن تلك الحسنات هي توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر. Er sagte, denn diese guten Taten sind viel vom Tauhid. Während es aber eine geringe Menge vom kleinen Schirk hat. Deshalb überwiegen die guten Taten. قال ومن خلص من الشرك الأكبر ولكن كبر شركه أو كبر شركه الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار. Er sagte, wer vom großen Schirk bewahrt bleibt, doch er viel vom kleinen Schirk begeht, so dass seine schlechten Taten schwerer sind, der betritt das Feuer. قال فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر. Er sagte, der Schirk bzw. der Diener wird durch den Schirk bestraft, wenn er groß ist oder wenn es viel vom Kleinen sein sollte. قال فالأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. Er sagte, doch der geringe kleine Schirk neben viel Aufrichtigkeit, dafür wird der Diener nicht bestraft. Yani für den geringen kleinen Schirk. قال والخلاص من الأكبر ومن أكثر الأصغر الذي يجعل السيئات راجحة على الحسنات فصاحبه ناج. Er sagte, derjenige, der vom großen Schirk bewahrt bleibt und von vielem kleinen Schirk, welcher die schlechten Taten gegenüber den guten Taten überwiegend sein lassen würde, diese Person wird errettet. قال ومن نجا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ورجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة.
Er sagte, und derjenige, der errettet wurde oder errettet wird vom großen Schirk, den Allah nicht vergibt, während seine guten Taten schwerer sind als seine schlechten Taten, der betritt das Paradies. فهنا ذكر ابن تيمية أن الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. Und hier erwähnte Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dass das, was Allah nicht vergibt, der große Schirk ist. انتهى كلامه رحمه الله. Zitat Ende von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى. Der nächste Punkt ist, dass Sheikh al-Islam ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab den Schirk mit der Falle verglichen hat. Yani mit einer Netzfalle. قال تشبيه الشرك بالشبكة وهي المصيدة التي يصاد بها حيوانات برية وبحرية. Er sagte, yani diese Netzfalle, mit der man eigentlich Tiere jagt, yani auf dem Land oder auf dem im Meer. Das ist jetzt der fünfte Punkt, den Sheikh Obeid erwähnt hat. قال ومعنى هذا أن من وقع في الشرك يعسر عليه أن يتخلص منه إلا من رحم الله وسبق في علمه تعالى وجرى به قلمه أنه أهل للهداية. Er sagte, حفظه الله, das bedeutet, also das, dieser Vergleich von Sheikh al-Islam Muhammad ibn Durahab zwischen dem Schirk und dieser Falle, yani dieser Netzfalle. Dies bedeutet, dass derjenige, der in den Schirk fällt, dass es schwierig ist für ihn, von ihm befreit zu werden. Außer derjenige, dem Allah sich erbarmt. Und über den im Wissen Allahs voranging und der Stift schon vorher geschrieben hat, dass er, also diese Person, geeignet ist für die Rechtleitung. Möge Allah uns von diesen sein lassen. قَالَ وَعُسْرُ التَّخَلُّسِ مِنَ الشِّرْكِ يَرْجِعُ إِلَى أَمْرَيْنِ. Er sagte, die Schwierigkeit, vom Schirk befreit zu werden, kehrt zu zwei Angelegenheiten zurück. Und am besten ist, wenn wir hier stoppen, damit es nicht zu lang wird. Und inshallah machen wir beim nächsten Unterricht hier weiter. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. 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 Nabiyyina Muhammad.